Eigentlich bin ich los. So, kommt jetzt raus. Ja, Ausgang. Ja, schön. Schön, Christina. Ich genieße den Moment. Zwischen dem letzten toten Gegner und dem nächsten Stalker. Genau. Was ist das denn? Das ist einer von diesen Typen. Was machen die? Nix. Die stehen einfach nur verwirrt in der Gegend rum und machen Go. Okay, die Schlange. Kriegt so voll eine in die Fresse. Was? Das, was sagst du? You heard me. Russell. Russell. Ist gut, ist klar, ja. This old castle is all yours. Toll, ich werde hier erstmal einen neuen Richter für einstellen. So, der soll das mal ein bisschen hübsch machen. Over there. Das ist ein bisschen schwul. Over there. Mini-Monster! Kartoffelköpfe! Ricardo! Der Horror! Oh Gott. Und der Schwanz wird in die Wald. Oh, verpiss dich! Juli! Hallo. Frau, wie wär's mal, wenn du mal wegläufst? Ja, sie wird noch von dem anderen Vieh festgehalten. Jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du laufen. Ja, frag dich mal, weil ich sehe gar nicht. Links. Wirklich? Ja. Okay. Oh nein, egal, wo hab ich? Ein Julia-Team. Steh doch auf! Oh, sie steht nicht mehr auf. Sie steht nicht mehr auf. Jetzt. Bist du gucken. Oh nein. Bäm. Was für ein Mongo! Okay. Das ist wohl auch der falsche. Ja. Ich hab jetzt nichts aufgeschrieben. Das ist kein Blödsinn. Verwandern? Das ist ja schön gut. Aber was macht der Kerl da drüben hinter mir? Haut er mit dem Kopf gegen die Wand? Und ich dachte, ich hätte Probleme. Oh, ich glaube, ich bin da dran. Sollte es der Fall sein? Oder war ich hier vor 10 Minuten und habe das einfach schon wieder vergessen? Ich tippe ja auf letztes. People. Lassen? Ja, man kann sich hier wirklich eigentlich aus dem Weg gehen, wenn man will. Also, stell dir mal vor, da wohnt. Du meinst das Haus? Ja, stell dir mal vor, da wohnt eine normale Familie drin. Bis du da alle Leute zum Essen versammelt hast. Wir sind hier verhungert. Ja. Von links gibt ja irgendwie auch nur eine Küche. Ruf mal Marvin und Laura und Melanie zum Essen, bitte. Und dann such Jochen. Dann nimm die Karte. Ich hab Jochen vor 5 Wochen im Westflügel das letzte Mal gesehen. Ja. Weiß einer, ob der sich die letzten 3 Wochen gewaschen hat? Jochen ist doch erst 3, der kann doch nicht alleine nehmen. Ja, sag Marvin, der soll endlich seine Schmutzwäsche herbringen. Er kann ja den Eselkater benutzen. Und tritt mal jemand die Bediensteten, die stehen hier und sagen nur verwirrt rum, weil sie den Ausweg nicht mehr finden. Was machst du da? Er beobachtet Kunst. Oh. Oder warte mal, waren wir hier nicht zum letzten? Oh Gott, dieses Schloss. Dieses Schloss. Jochen, wo bist du? Ah nein. Im Haupthaus. Westen Haus. Ja, nicht mal, wenn hier eine normale Familie drin gelebt hätte, ne? Die hat sich doch niemand garantiert. Go. Nein, komm. Come on. Go, nein, komm. Die haben sich doch alle nie wieder gesehen.
Und dann immer dieses feierliche Zelebrieren, wenn sie sich sehen. Ich nehme jetzt schon wieder. Wir laufen gerade zurück in Klein. Das ist völlig falsch. Komm, richtig mal langsam ab jetzt, die Frau. Ich glaube aber, wir sind wieder da, wo wir eigentlich hin wollten. Wenn ja, wäre schön. Oder? Ja, wir sind da, wo wir hin wollten. Ricardo hat uns in die richtige Richtung geschrieben. Ich muss mal gerade ein bisschen pushen. Was? Da war gerade ein Kumpel, wie ich es nicht gesehen. Scheiße. Das einzige Interessante, ich sehe es nicht. Ein Hoppelhäschen. Ein Hoppelhäschen. Ja, war ja gerade bei dem Computer. Ach, egal. Jetzt haben wir hier schön den Aussichtspunkt da gesehen, den Turm. Auf dem Turm werden wir viel Spaß haben. Haben wir nicht schon die ganze Zeit viel Spaß? Was machen wir denn jetzt hier? Wir suchen Huey. Sind wir nicht weiter auf dieser dämlichen Brücke? Nein. Oh, da ist ein Glitzer drin. Meet easily distracted Fiona. Oh, Yui, Yui. Oh, da geht's halt nicht. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich hab's schon. Genau so. Scheiße. Ja, ich wollte ihn ja so schnell nicht mehr los. Vor allem, ich frag mich, was er denn mal macht. Ja, er schlägt nach ihr. Er muss aber ganz schön wild fuchteln. Ist schon anstrengend mit dem guten Ricardo. Ein Stück Scheiße sagt mir, dass es danach wieder besser wird. Danach wird es wieder besser. Es wird auf jeden Fall merkwürdiger. Ich hoffe, er wird dann wieder sichtbar. Bibi, sie hat ja nicht gesagt, dass du die Wahrheit sagen sollst. Du sollst es nur sagen, dass es wird danach wieder besser. Ja, viel besser. Es macht einen Spaß ohne Ende, dieses Spiel. Und Huey gehorcht dir immer aufs Wort und alles. Sie kann auf einmal richtig rennen. Ja, heiß und verarscht kann ich mich allein. Also das wird die Stelle, wo es unglaubwürdig ist. Ja, 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 ja. Schnell drauf! Yay. Yeah. Endlich. Wenigstens dieser halbe Ups. Dogi! Hübsch. Steuerst du ihn? Nein. Oh, den Hund treten ist nicht gut. Trifft gar nicht mehr. Mein Gott, wie weit der Hund schleudert. Ja, gewonnen. Ja, ich hab ihn gerufen, aber... Ah. Ey, das gibt's doch nicht. Puh. Du dämlicher Drecksköter, zu was bist du eigentlich gut? Ich hasse dich, Ricardo. Nein! Ich hasse dieses Spiel. Und sie kriegt sich nicht mehr ein, die blöde Kuh. Mama? Du siehst? Go! Ja! Na? Ja, toll. Was jetzt? Ende. Hast du es noch geschafft? Ja, es war aber nicht Go. Oh Gott, endlich mal weg, ehrlich. Dieser dämliche, dämliche Hund. Gesundheit. Ach, danke. Ich sterbe. Autschi. Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir gerade vor Wut Adern hingeplatzt ist. Und sehr, sehr gut auf der Kopf. Gut, Yui. Scheiß die Wand an. Ich kann nichts an ihm machen, aber ich kann ja auch mal Yui vielleicht auf ihn. Nee, irgendwie einfach. Na gut, wir latschen noch meinen Kopf, ey. Komm, Yui. Ah! Atze! Come on! Stirb, Atze! Willkommen mit Lorenzo. Ihr gönnt mir auch keinen Urlaub. Heiße Lorenzo willkommen. Nein, ich werde den Teufel tun. Und diesen Blödmann. Wer ist dort?
Lawrence. Kommt der in einem Rollstuhl hinter einem hergefahren? Bitte sag mir, dass er in einem Rollstuhl hinter einem hergefahren kommt. Nein, oh. Besser. Ricardo, geh frei. Quite a bit. Unlike Ugo, he was always a troublemaker. A bad apple. Bad apple, ist Ugo. Ihr Vater. Ugo ist ja der Zwilling von dem Erbo. Beziehungsweise der Klon. Beziehungsweise sie sind beide Klone. Die Klone von irgendwem. Seine Klone? Scheinbar. Happy, happy Klon-Family. Und jetzt ist Opa geil auf mich. Nicht warum. Lorenzo hat ja auch die ganzen Briefe geschrieben. Diese Liebesbriefe. Und der hat sich auch angerufen. Warum hat sie denn hier lassen? Du hast eigentlich keine Freundin im Haus. Doch, sie wollen alle zu sehr ihre Freundin sein. Das ist mal wieder eine gute Alternative. Rausrennen und ihr zu. Endlich hat Fiona mal was Richtiges gemacht. Ah! Nein! Doch. Mann, der ist ja gekrochen. Pass auf, da. Ja! Also ich denke, dass er kriecht und er trotzdem wesentlich schneller ist als Daniela. Oh nein! Geht ihr militärischer Schritt? Hilfe! Juli! Nein, nein, die Wimpern bleiben nicht mehr liegen! Du kannst nur noch nach oben. Ja, aber das... Oh! Er ist aber auch nicht besonders schnell. Das ist mir scheißegal, das ist mega ekelhaft! Jetzt kommt er. Ah! Nein! Und du weißt, dass dieser Hund muss keine kommen wird. Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Was ist das? Das ist Lorenzo! Das ist Lorenzo! Alter, ich stehe das nicht durch. Im Ernst, ich kack mich ein. Mach die Tür nur zu. Da ist keine Tür. Mann. Scheiß auf die Köter ein. Ich will so keine deine eigene Haut. Mensch, mach die Tür zu. Sorry, Yui. Oh, das kann immer auf der anderen Seite rauskommen. Ist mein Hund eingesperrt. Vielleicht kann er ja durch die Tür durchgehen. Er kommt auf der anderen Seite raus. Sie sagt was. Jetzt kannst du es. Also nicht. Sie ist einfach nur dämlich. Sie ist blond. Du versuchst gar nicht zu überleben, habe ich recht? Sie will sterben. Sie hat den Lebensgeist aufgegeben. Da ist Wasser, willst du nicht betrinken? Nein, was hier? Ja, in der Mitte von dem Ding ist was. Ja, ich guck mal. Also. Man wird ihn so super schwer wieder los. Und Yui ist so nutzlos wie noch nie. Jungs, riss ihn doch einfach! Kratz ihn die Augen aus! Zerkratzt der Schlampe das nach. Das sieht er mich ja nicht. Der wird dich so sehen. Der Hund ist auch nicht rechtlich. Komm, verpiss dich, ich bin nicht draußen. Ich sitze aber im Licht. Er hat sich gerade direkt angesehen. Ich sehe sie nicht. Ist ja egal. Wenn ich hocke, dann bin ich irgendwie unsichtbar. Auch Abraham. Hey, Alter, was? Komm, geh Hause. Geh nach Hause. Hund überhaupt nicht verräterisch, der die ganze Zeit hingeguckt hat. Er hat den Kopf zu dir gedreht. Hund geht sprengen, ich weiß nicht. Ich glaube, du bist wirklich unsichtbar. Okay, braucht ihr jetzt?